Müssen wir jetzt zurück zu unserer Insel oder was? Oder können wir das hier auch vor Ort erledigen? Wir sind schon ziemlich hier. Ziemlich im Eimer. Wir haben nichts mehr zu essen und müssen. Vielleicht müssen wir wirklich zurückschippern. Zumindest mal im Boot schlafen, damit wir wieder hier. Wo ist unser Boot? Ist das unser Boot? Hm. Was mit unserem Boot passiert? Es ist doch. Das gibt's doch nicht. Ah, hier ist unser Boot. Fasziniert. Angst freigeschaltet. Be careful, Core. Okay, bin ich auf meinem Boot ohnmächtig geworden? Natürlich. Muss jetzt mit meinem Boot wirklich zurückfahren und auf meine Insel das craften, oder kann ich auch auf dem Boot craften oder irgendwie anders? Wäre jetzt mal interessant, weil tja, wäre jetzt schon mühselig jedes Mal wegen einem neuen Rezept zurück zur Insel zu fahren. Wäre jetzt nicht die eleganteste Lösung. Was haben wir denn hier? Müll aufgesammelt. Wir sammeln jetzt ziemlich viel Müll ein. So, einsteigen. Müssen wir jetzt wirklich zurück? Ja, schaut fast so aus. Dann fahren wir mal zurück und craften mal ein bisschen was in der Werkstatt. Okay, Turboantrieb geht hier nicht. Offene See. Zurück zur Insel. Einfach nur geradeaus. Von Norden nach Süden. Heimatinsel. Da wären wir wieder. Da ist auch schon der Kai. Boot verlassen. So, na dann. Mal schnell hier. Stell einen Faden her. Die 5 Postkram müssen wir dann auch noch finden. Aber eins nach dem anderen. Ich will jetzt erstmal den Faden herstellen. Können wir ja auch noch ein bisschen was ernten. Ich kann mir Karotten mitnehmen. Bisschen Proviant für unterwegs. Können wir irgendwann Neues sehen, wenn wir hier. Haben wir jetzt die Baumwolle eingesät? Ne, wir haben aber Karotten wieder eingesät. Es ist doch hier. Ist erschöpft, muss ich ausruhen. Dann mal schnell hier ins, bevor wir umkippen, schlafen gehen. So, Werkstatt. Faden. Baumwolle. Müssen wir erstmal einpflanzen. Ah, Baumwollfelder. Okay. Baumwollsamen ernten. Ja, bisschen verwirrend übersetzt, aber. So, hier. Einmal Wasser. Okay, der Regen tut schon das Nötige. Hacke. Können wir das Feld hier schon mal? Ich brauche eine bessere Hacke. Ach so. Vorbereiten. Wir ein bisschen mehr einpflanzen. Da wo das Gestrüpp im Weg ist, da können wir nicht so sehr pflanzen, aber ich brauche einen besseren Hammer. Einen besseren Hammer müssen wir uns dann später noch besorgen. Erstmal nur die 2 Felder, die 4 Felder hier. Okay, vielleicht können wir hier Karotten noch einpflanzen. Karotten ernten. Und hier dann noch Baumwolle. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, Baumwolle neben Karotten anzupflanzen, aber ja, gießt sich von selbst. Sehr gut.
Ist das Dünger oder was? Ist ja sehr gut. Ich will mal ein bisschen düngen die Felder. Das sieht ja super aus. Das letzte Beet ist noch nicht gedüngt. Hier noch ein bisschen. Na komm. Ich huste heute ein bisschen rum. Na dann, dann muss das doch jetzt sprießen. Gehen wir mal schlafen hier am Tag. Vielleicht wächst dann über Nacht was. So, können wir schon säen. Geerntet haben wir ja schon. Ansonsten hier erstmal. Oh. Hallo. Dein Name muss mir noch einprägen. Na, Popon. Was hast du denn? Hast du Hunger? Ist es das? Ich schätze, ich könnte dir etwas Saft bringen. Der ist wirklich gesund. Hast du jemals Saft probiert? Orangensaft hat sie schon probiert. Saft ist wirklich lecker. Früher habe ich Saft gehasst, aber jetzt liebe ich ihn. Ah, Brombeersaft. Na dann, Quest. Da haben wir jetzt schon mehrere übrig. Für den Faden erstellen, da müssen wir hier nicht Schrottkram sammeln, Brustkram sammeln. Brombeersaft, okay, das Brombeersaft dürfte schneller gehen. Sind wir wieder zurück auf der Insel? Probieren. Ein bisschen Brombeersaft. Da sehe ich noch eine Brombeere. Brombeeren mag ich gar nicht, das ist. Ja, irgendwie nicht. Nicht so mein Geschmack. Ah, drei brauchen wir dafür. Ja gut, da müssen wir nur eine Brombeere sammeln. Schauen wir mal in den Büschen nach. Gibt's hier irgendwo? Da verpufft gerade eine Orange. Büsche. Brombeeren. Wachsen die nur an dieser einen Stelle oder gibt's das auch woanders? Ja, unsere Insel ist besonders kleiner als die, auf der wir gerade zu Besuch waren. Ein paar Orangen mitnehmen. Kann nicht schaden, können wir uns Saft machen. Für unterwegs. Oh, zwei sogar. Brauchen noch eine Brombeere. Unkraut noch mitnehmen. Vielleicht können wir damit auch noch irgendwas machen. Brombeerstrauch. Stehen da nur vor meiner Bude hier auf dem Weg. Es ist ein bisschen schlecht. Weil dann haben wir gerade nur zwei Brombeeren. Irgendwo noch Brombeeren, die wir mitnehmen können. Zwei Brombeeren. Man muss die anpflanzen oder was? Tu, Brombeere. Eine Brombeere ernten. Versuchen wir es mal. Hinten steht ein hübscher Busch. Kriegen wir zwei Beeren raus. Mal eben schlafen. Gut. Wie sieht es mit dem Feld aus? Können wir da schon sehen? Ich gewöhne mich langsam an die Sache mit dem Dingens. Mit dem Sehen und Ernten. Dass da Unterschiede sind. Dass das verwechselt wurde. Gut, Brombeerbusch, bist du gewachsen? Nee, noch nicht. Aber hier sind neue Brombeeren gewachsen. Eine.
Es hilft mir weiter. Wenn ich nicht die andere vergraben hätte. Ach Mensch. Ich muss doch irgendwo. Brombeerchen. Kann ich die wieder ausgraben? Scheinbar nicht. Auf der Suche nach Brombeerbüschen. Brombeeren. Ich habe Orangen. Brombeeren. Orange. Vielleicht gibt es an der anderen Seite der Insel noch irgendwo Brombeeren. Schon mal hier drüben gab es, glaube ich, auch noch welche. Jetzt zumindest noch Büsche. Sieht gerade nicht so gut aus. Tja. Müssen wir uns auf die eine Brombeere verlassen, die am Tag wächst? Oder was? Erinnern. Erinnerung freischaltet. Miss you. Okay. Woran erinnern wir uns denn? Interessant. Ein kleiner Schrein. Vielleicht für die Jaja. Die scheint uns irgendwie abhanden gekommen zu sein. So Steine kloppen wollen wir jetzt nicht. Das ist jetzt gerade nicht unser Ziel. Ja gut, dann gehen wir wieder schlafen oder was? 13 Uhr. Scheint eine bewährte Methode zu sein. Dass die Brombeeren wieder wachsen. Ich brauche einen besseren Hammer. Ja, ja. Ich drücke mal aus Versehen E. Noch eine Brombeere hier für mich. Nee, leider gerade nicht. Sieht schlecht aus auf der Insel. Mit Brombeeren. Sehr gut. Den Faden können wir auch noch nicht bauen. Müssen wir hier ein bisschen Zeit schinden. Tja, also. Ah, hier können wir schon sehen. Die Karotten. Und Baumwolle können wir noch nicht sehen. Sehr schade. Hier ein paar Karotten. Ach, schade, können wir die auch noch nicht. Was haben wir jetzt im Inventar? 12 Karotten. Baumwollsamen können wir vielleicht noch mal einpflanzen. Einmal ernten, bitte. Dann muss ich immer noch mal kurz. Noch mal kurz zum Brunnen. Wo war der? Hier war der. Ich will einen Schluck Wasser um die Ecke bringen. Einmal gießen hier. Alle Felder hoch, damit es wächst. Das Dünger haben wir nicht mehr. Sehr schade. Na denn. Können wir uns noch das Rezept angucken? Oh, schlafen gehen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber können wir auch machen. So können wir auch die Tage vollbringen. Ein bisschen Zeit schinden. Brombeersaft. Da brauche ich Orangensaft, kann ich dir machen. Wenn ich will Brombeersaft. Hinapopo. Faden. Da brauchen wir Baumwolle. 2. Tja, ernten. Baumwolle ist fertig. Dank Dünger ist das hier ein bisschen gewachsen. Karotten.
Und Baumwolle. Na komm. Zwei Baumwolle brauchen wir. Da müssen wir hier noch. So, die Truhe könnten wir mal vielleicht zumachen, oder? Ne, die bleibt offen. Das Werkstatt Faden. Sehr gut. Akzeptieren. Faden hergestellt. Dann können wir da gleich mal rüber. Und den Faden abgeben. Dann wird uns vielleicht weitergeholfen. Im Winter, wir haben 6 Faden. Na, das ist ja super. Und ich brauche, glaube ich, nur einen. Oh, ich habe auch Brombeeren. Dann kann ich jetzt auch die andere Quest vollenden. Okay, das wächst hier noch. Eintreten und Brombeersaft akzeptieren. Und die Postkram, die müssen wir dann am Ende noch machen. So. Sehr gut. Ein Brombeersaft für Napo. Kommt zu Fuß. Verpflegung für unterwegs haben wir uns auch wieder ein bisschen mitgenommen. Und ist übrigens super frisch. Hast du deinen Brombeersaft? Ja. Jaja hat immer Saft für mich gemacht. Hast du eine Jaja? Oh, entschuldige, das tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir, was auch immer du brauchst. Brombeersaft. Okay. Na, Papa. Okay. Dann geht's jetzt gut. Hier können wir noch angeln. Guck mal, Fisch. Müll. Müll akzeptieren. Sehr gut. Müll. Was machen wir denn mit dem ganzen Müll? Es gibt keine großen Fische mehr. Sehr gut. Den Faden haben wir jetzt. Da müsste doch eigentlich jetzt. Faden, Faden, Faden. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt müssen wir durch zurück zur Stadt. Da muss man kümmern. Hier haben wir jetzt alle Quests schon erledigt. Können wir hier nochmal mit dem Schiff fahren? Am Boot. Auf dem Kutter. So, Questlog. Münzen haben wir immer noch keine. Das ist traurig. Können wir uns nichts kaufen. Na, stille Faden her, ja, das haben wir gemacht. Ich mache weiter mit Aufträgen vom Koa. Um fortzufahren. Okay. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal hier. Fahren wir erstmal weiter. Ach so, wir müssen erstmal die anderen Aufträge erfahren. Weitermachen, um jetzt hier auch mit der Napapor weiterzukommen. Gut, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Weiter kann ich nicht. Na dann. Auf nach Quelis. Na dann legen wir gleich hier drüben an. Und raus hier. Und zack. Das haben wir ja super gemacht. Ah, schneller schwimmen. Sehr gut. Mal ein bisschen hier an Land paddeln. Okay, sind wir wieder hier. Na komm. So, ich habe Fahnen mitgebracht. Hier ist er. Du wirst auf der ganzen Insel keinen besseren Fahnenpaar finden. Wir verstehen uns, Kind. Jetzt bist du auch für die große Enthüllung bereit. Bitte. Die Frau, nach der du suchst, ist im Leuchtturm. Das hat Zillip mir schon gesagt. Tja, das war alles. Ich
Sonst kannst du nichts verraten. Nichts, das ist alles. Reicht das nicht? Aber hier, nimm dies für deine Mühe. Danke, alter Mann. Findest du dich alt? Mich? Snap ist nicht alt. Er ist einfach ein erfahrener Credo. Und was nun? Du kannst die Bewohner der Stadt über die Frau im Leuchtturm befragen. Vielleicht wissen sie, was man sie dazu bringen kann, die Tür zu öffnen. 2 Fahnen, 80 Münzen. Ich hab Geld. Geh mit den Einwohnern von Quenis und finden heraus, wie du Saimi dazu bringen kannst, die Tür zu öffnen. Okay. Mit denen haben wir eigentlich schon geöffnet. Geredet. Nicht geöffnet. Mit den Bewohnern der Stadt reden. In der Ecke hat es ein bisschen geregnet. Zimmerschlüssel. Nee, schlafen wollen wir hier nicht. Dafür wollen wir das Geld nicht ausgeben. Du hast wirklich tolle Ohren. Danke, kleines Mädchen. Ich bin nicht klein. Ich verstehe. Du bist eine Abenteurerin, so wie ich. Ach, wirklich? Natürlich. Eine Abenteuer auf dem Barfuß umher. Weil uns nichts aufhalten kann. Ich bin Kua. Kua, die Abenteuerin. Ich bin Unzu. Katzenkind oder Abenteurer? Ein Katzenkind? Und was ist eine Katze? Nun, sowas wie ich. Aber etwas kleiner. Und was machst du hier? Ich reise um die Welt und sammle alle möglichen Informationen. Ich habe ein Tagebuch, das meine Vorfahren geschrieben haben, und ich schaue nach, ob sich seitdem und nichts verändert hat. Toll, ich bin beeindruckt. Und weiß nicht, was Katzen sind. Naja, sie hat auf ihrer Rinse ja nur Hühner und Schweine. Und Napopon. Steht in dem Tagebuch etwas über mich? Nein, eine kleine menschliche Abenteurerin wird nirgendwo erwähnt. Was ist denn ein Mensch? Weißt du wirklich gar nichts, oder? Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Komm, stell mir ein paar Fragen. Egal worüber. Ich bin mir sicher, dass mein Tagebuch die Antwort enthält. Okay. Ich muss mit dem Namen Möchtum reden. Ich dachte doch, dass der Richtige ist. Lass mich nachschauen. Dame, Leuchtturm. Aha. Eine einsame Dame, die in einem Leuchtturm wohnt. Ihr steht, dass es nicht leicht ist, mit ihr zu reden. Sie legt viel Wert auf Manieren. Weint ungern Gesellschaft und liebt Karten. Ich muss mit ihr reden. Pass auf, wir machen Folgendes. Vielleicht liest sie gerne. Falls ja, bin ich mir sicher, dass sie Roman liebt. Niemand kann einem guten Abenteuerbuch widerstehen. Ich bringe ihr dieses Buch. Vielleicht schaffst du es, damit sie davon zu überzeugen, mit dir zu reden. Wirklich? Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Von nun an bin ich dein Mentor für Abenteurer. Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas brauche. Roman. Okay, jetzt sind wir in seiner Schuld. Es ist auch nicht, ja, gerade vorteilig, aber gut, hinauf mit uns. Bringen wir ihr das Buch vorbei. Na dann. Hier meinen steilen Hang hoch. Alter, aber ziemlich steil. Sind wir vorher nicht gegangen. Ich glaube, auf dem Runterweg sind wir hier gegangen. Eintreten. Sei nett zu allen Leuten auf der Insel, wenn du dich daneben benimmst. Ich habe ein Buch für dich. Wo habe ich das Buch nur reingesteckt? Hier, Roman. Können wir das irgendwie... Von den Roman hier nehmen oder? Cool. Nachmittagstee. 80 haben wir mit dabei. Orangenmarmelade, Pfannkuchen. Okay, können wir nicht eintreten. Sind jetzt 2 Leuten auf der Insel, wenn du dich daneben benimmst. Ah, Briefkasten, vielleicht können wir. Was machen wir jetzt? Inventar. Kost erschöpft, muss ich ausruhen. Ja, später, jetzt muss ich hier das Buch. Okay, dann geht ich ausruhen.
Zurück zum Boot. Ich komme gerade eh nicht drauf, wie wir hier es geben könnten. So. Ein Bienenstock, wie es aussieht. Okay, und die Bienen verfolgen uns nicht. Interessant. Hier wieder aufgewacht. Orangen essen. Ja, wir sind doch ganz verhungert hier. Sehr gut. Es dürfte mal wieder frisch sein. Und dann versuchen wir mal hochzukommen. Sie will uns nicht reinlassen. Vielleicht sprechen wir nochmal mit unserem Mentor hier. Und so, wie geht es dir? Ich habe gerade etwas Neues über Vögel aufgeschrieben. Was meinst du damit? Laut meinem Tagebuch sind die Möwen ziemlich traurige Kreaturen. Aber wenn ich sie mir anschaue, sehe ich einfach nur wunderschöne Tiere. Sie glänzen, wenn das Sonnenlicht sie trifft, und sie scheinen immer zu lachen. Also habe ich diese neue Perspektive aufgeschrieben. Je mehr Perspektiven, desto besser. Brauchst du etwas? Was isst du da? Meinst du diese Kerne? Was sind das Sonnenblumenkerne? Wow, wachsen aus ihnen Sonnenblumen, wenn man sie anpflanzt? Ja, aber dort in meinem Tagebuch sind diese Blumen nicht so hübsch. Willst du trotzdem ein paar haben? Ja, vielleicht erhältst du so weitere Perspektiven für dein Tagebuch. In Ordnung, hier hast du sie. Aber bring mir dafür ein paar Sonnenblumen. Okay, können wir auf unsere Insel anpflanzen. Ich hab die nächste Quest schon. Kannst du vielleicht ein bisschen los, kleine Abenteuerin? Ich liefere aus, was ich dir gegeben habe. Das Buch, ja, aber das mag sie nicht annehmen. Dann war ein Problem. Tja, das Buch. Wie kriegen wir der das? Wie kriegen wir das jetzt übermittelt? Mein kleiner Streckensprint. Langstreckensprint. So, da hinten ist auch noch was Interessantes, damit wir vielleicht auch noch mal hinkommen. Jetzt wollen wir erstmal zum Leuchtturm hoch. Ja, auf Dauer geht das Gesprinte auch irgendwie auf die Energie, aber ja, momentan sind wir noch gut aufgeladen. Na komm, hier hoch, den Hauptweg. Ich habe ein Buch mit. Wer ist damit? Tja, gut. Schreit nach einer Aufnahmepause, da ich gerade auch nicht weiter weiß. Inventar. Bienenkönigin. Roman. Können wir das irgendwie... Tja. Ausrüsten können wir es nicht. Tja, na dann. Ja, kleine Aufnahmepause. Ich beende diesen Part oder wie auch immer. Sehen wir uns gleich wieder oder im nächsten Part mal schauen. Bis dann. Ich mache eine Pause. Ciao.